Gute UX ist mehr als Produkte nur schön zu machen. Es geht darum, sich das große Ganze anzuschauen und zu überlegen, wie können wir das Nutzererlebnis verbessern. Dass gute UX sogar Leben retten kann, das haben wir uns zusammen mit Tim Ehlers von Dräger angeschaut. Wir haben uns eben den Patienten mit einem Herzinfarkt angeschaut, weil es einfach sehr, sehr viele Patienten sind, Hunderttausende im Jahr. Und das einfach so ein idealtypischer Fall ist, wo man vom Einsatzort bis in die Klinik eben die Informationskette in Bezug auf Transparenz und Echtzeitinformation eben sehr, sehr gut angucken kann. Los geht's, bei der Patient hat das erste Mal Symptome und haben dann versucht, den gesamten Versorgungsprozess zu optimieren und uns da ja im Wesentlichen zwei Ziele gesetzt, zum einen mal Zeit einsparen und nicht nur schnelle, sondern vor allem auch bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Die Idee war ja ein smarter Voice-Assistent. Die Herausforderung ist ja, so schnell wie möglich eben eine passende Klinik für einen Patienten zu finden. Der Rettungsdienstmitarbeiter dann eben entweder in der Leitstelle anruft, in der Rettungsleitstelle, die dann wiederum in der Klinik anruft und dann eben wieder zurückruft, oder der Rettungsdienstmitarbeiter ruft eben direkt in der Klinik an. Im schlimmsten Fall, und das ist die dritte Variante, er fährt einfach los in die nächstgelegene Klinik, ohne zu wissen, welche Situation da vor Ort ist. Telefonschleifen wollen wir ja eigentlich eindampfen. Das heißt, Rettungssanitäter springt in den Rettungswagen und gibt die Kriterien durch. Genau, ich habe einen Patienten, der hat die Verdachtsdiagnose Herzinfarkt. Ich brauche das Alter, das Geschlecht und den medizinischen Zustand des Patienten. Und das ist das, was der Voice-Assistent im Hintergrund, weil er eben alle erforderlichen Daten aus den umliegenden Krankenhäusern hat in Echtzeit, all diese ganze Telefonkette und Kommunikationskette eben sozusagen vollautomatisiert letztendlich übernimmt. Und da kommen ja im Endeffekt ganz viele Puzzleteile zusammen, die dann so eine smarte Krankenhaussuche kombiniert. Die Idee, dass Bert dann auch einen Vorschlag macht und sagt, hey, Folgendes wäre optimal, aber ja auch dem Rettungssanitäter noch die Möglichkeit gibt, eine Auswahl zu treffen. Der große Vorteil ist einfach, bevor ich losfahre, ich dann eben sagen kann, okay, ich nehme dediziert dieses Krankenhaus, und der Voice-Assistent bzw. Die Software dahinter übernimmt letztendlich auch die Reservierung im Krankenhaus, damit die Klinik eben schon die entsprechenden Dinge einleiten kann. Und so kann dann eben sehr, sehr zeitgestrafft eben nach der schnellen Versorgung des Patienten eben der Rettungswagen in die richtige Klinik sozusagen losfahren. Und in dem Moment, in dem der Rettungswagen losfährt, werden alle Daten direkt an das ausgewählte Krankenhaus übermittelt. Das Ziel ist es, dass alle Beteiligten so früh wie möglich informiert sind, aber nur die Informationen bereitzustellen, die die einzelnen Personen wirklich brauchen. Auf einem Big Screen sieht das Krankenhauspersonal auf der Station, wann welcher Patient eintreffen wird, und kann sich so direkt vorbereiten. Und auch die Ärztin, die im Krankenhaus unterwegs ist, wird über Vibration ihrer Smartwatch alarmiert und sieht dann über einen Countdown, wie viel Zeit sie noch hat. Wenn der Patient dann am Krankenhaus eintrifft, ist alles vorbereitet und der Patient kann direkt ins Katheterlabor geschoben werden. Ja, und diesen Blick in die Zukunft haben wir ja zusammen, Hand in Hand sozusagen, entwickelt. Wie hast du das denn empfunden? Ich habe das als sehr, sehr partnerschaftlich empfunden. Und was ich persönlich immer sehr, sehr angenehm gefunden habe, ist, dass ihr uns immer mit Rat und Tat, vor allen Dingen natürlich auch methodisch immer beiseite stand, aber ihr auch die Fähigkeit mitgebracht habt, euch auch in solche komplexen Themen, die eben nicht eure Primärdomäne ist, sich auch in Windeseile sozusagen reinzuarbeiten. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also wir konnten ja auch nur diese tiefen Einblicke haben, weil ihr sehr viel Wissen mit uns geteilt habt. Du auch sehr präsent für uns warst, auch mal für Fragen bereit warst. Deswegen an der Stelle vielen Dank. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich auch.